Adi, habt ihr heute einfach nochmal gezeigt, was die Mannschaft dieses Jahr ausgemacht hat, wie ihr das Spiel nochmal gedreht habt? Ja, ich glaube, wir haben eine katastrophale erste Halbzeit gespielt. Saßen in der Kabine, waren sehr, sehr unzufrieden, einfach mit uns, mit unserer Einstellung so. Das haben die Leute hier nicht verdient gehabt und deswegen haben wir zweite Halbzeit nochmal Schalter umgelegt und wir haben uns wieder reingesteigert, wurden gepusht von außen und dann aber auch der Glaube wieder da, das Spiel noch zu gewinnen. Und ich glaube, es war halt ganz, ganz wichtig, um einen geilen Abschluss zu haben. Das Spiel habe ich so gesehen, dass wir, glaube ich, in der ersten Halbzeit noch mit dem Kopf auf Mallorca waren und Party gemacht haben. Ich muss sagen, der Gegner war taktisch richtig, richtig gut eingestellt, haben richtig gut taktisch agiert, gute Konter gefahren, verdient auch 1 zu 0 in Führung gegangen. Und dann in der zweiten Halbzeit kamen wir halt einfach durch unsere individuelle Klasse einfach wieder zum Stich und haben das verdient, glaube ich, auch gedreht. Was aber auch wieder die ganze Saison widerspiegelt, weil wir waren einfach durchweg so souverän. Wir waren individuell auch einfach richtig, richtig gut besetzt. Viel zu gut für die dritte Liga, glaube ich. Und deswegen auch dieser hochverdiente Abstand auch der Aufstieg und Meisterschaft. Also was wir gespielt haben, das war schon... Also ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit waren wir noch im Bierkönig, bis zur 60. noch im Megapark und ich glaube, dann haben wir langsam gemerkt, dass wir heute hier doch noch mal was zünden sollen und ja, das hat... Kurz reingelegt, runtergeschaltet, dritter Gang hat gereicht. Viertelstunde hat gereicht heute. Ja, also ich glaube, das zeichnet uns diese Saison einfach aus, dass wir auch, wenn wir ja, so ein Spiel wie jetzt gerade, wo wir einfach körperlich und vom Kopf her einfach wo ganz woanders sind, weil wir einfach so eine schöne Feierlichkeit nach dem Spiel hatten. Dann nochmal kurz den Schalter umlegen, 2 Tore reinhauen, mit den ganzen Fans jubeln. Ich glaube, das war nochmal das dicke, fette i-Tüpfelchen für diesen geilen Typ, für diese geile Mannschaft, weil diese Saison wird uns keiner mehr nehmen. Keiner. Wenn wir 80 sind, wenn er im Rollstuhl fährt, wenn ich im Rollstuhl fahre, ruf ihn vielleicht an, wenn er noch... Hast du ein Telefon? Nee. Ach, dann hast du eh nicht mehr meine Nummer. Aber da werden wir uns immer an dieses Dynamo Dresden erinnern, diese Saison. Weil das hat uns einfach Türen aufgenommen, gemacht. Und ich bin unheimlich dankbar, dieses Ding, dieses alles zu tragen dürfen, weil das einfach unheimlich geil gewesen ist. Wie war der Moment, als dann der Konfettiregen runterging und Hefe das Ding hochgerissen hat? Ja, einfach unglaublich. Es ist ja nicht alle Tage, dass man diesen Meistertitel hier in der dritten Liga gewinnt. Und ich glaube, das ist schon lange her, dass Dynamo Dresden auch Meistertitel mal gewonnen hat. Und wir sind froh, dass wir den Verein stolz machen konnten und wieder hier hoch in die zweite Liga gekommen sind. Und ja, sind einfach froh darüber. Ja, es ist nochmal was anderes als in Magdeburg. Da war es irgendwie so ein komisches Gefühl, hier mit Meisterfeier, mit Pokal übergeben, im eigenen Stadion. Alle Leute sind da und es ist einfach... Es wird gefeiert, dieser Verein wird gefeiert, wir als Spieler, die Fans feiern sich selber und so muss es sein. Ja, der Tag hatte natürlich von Anfang an eine positive Grundstimmung gehabt. Überall nur Lächeln in den Gesichtern. Es hat ist absolut nur fröhliche Menschen unterwegs gewesen. Ich bin extra mit dem Fahrrad gekommen, um alles so wirklich mitzubekommen und bin da quer durch den großen Garten gefahren. Und alle Menschen dort einfach richtig positiv drauf und das hat auch die Saison einfach verdient. Bist du stolz gerade irgendwie auf das, was ihr geleistet habt die letzten 2 Jahre als Mannschaft? Ja, auf jeden Fall. Im Moment schon seit Wochen, dass sich dieses Gefühl entwickelt und stolz ist genau das Richtige, weil man hat auf Malle gesehen, das war für mich so ein bisschen bezeichnend, wie stolz jeder Einzelne ist von uns, die Farben des Vereins zu tragen. Die haben wir, soweit es ging, überall präsentiert und es war einfach... Da hat man gemerkt, wie man sich mit dem Verein identifizieren kann. Ich glaube, das war nicht überall so. Bist du stolz in diesem Moment auf das, was die Mannschaft, aber was der ganze Verein geleistet hat in den letzten 2 Jahren? Ja, richtig ist, es geht um den ganzen Verein. Ja, weil das, was hinter den Kulissen läuft, was dann nicht öffentlich sichtbar ist, das ist erstmal die Basis, um überhaupt Erfolg haben zu können. Und da muss ich allen Mitarbeitern, ja, Funktionsteam, Trainerteam ein Riesenkompliment machen. Und ja, die Mannschaft hat es mit den Leistungen auf dem Platz dann zurückgegeben. Eile, wie geht's dir jetzt nach dem Spiel? Die positiven Emotionen vermischen sich jetzt schon langsam. 2 Jahre Dynamo Dresden sind vorbei. Was geht denn dir vor? Ja, gerade habe ich es einfach noch absolut genossen. Es waren wundervolle Gefühle, die ich nie vergessen werde. Natürlich auch die emotionalen Form.
Vom Spiel, wo ich wirklich den Tränen nah war. Also es war unfassbar, was die hier abgebrannt haben, 2 Jahre uns unterstützt haben. Und ja, einfach nur großes Lob, riesen Dank. Das war eine unvergessliche Zeit und das werde ich ja, für ewig mitnehmen. Und ja, dafür gibt es keine Worte. Ein ganz besonderes Spiel heute und auch ein ganz besonderes Tor von dir. Dein schönstes für die Profis? Ja, ich würde sagen, bisher ist es mit das Schönste gewesen, ja. Ja. Wolltest du direkt dorthin schießen? Ja, ich wollte schon dorthin schießen. Der Stefan hatte mir davor gesagt, ja Marvin, ich hole dir noch einen Freistoß raus. Ich habe heute auch ein gutes Gefühl, dass du ein Ding reinmachst. Und die Mauer war lang genug, dass ich mir dachte, ja, kann in die Torwartecke das Ding fliegen. Und ja, darauf hat der Torwart nicht, der Torwart hat darauf spekuliert. Und deswegen ist er dann gut ins Torwart-Eck eingeschlagen. Uwe, wie stolz bist du auf deine Truppe, die beiden Jungs, aber die ganze Truppe? Ja, kann man schwer ausdrücken. Also ich glaube, dass wir eigentlich eine unglaubliche Saison gespielt haben. Das Schwierige war, die ganze Zeit mit dem Vorsprung umzugehen. Aber dann haben wir natürlich einige Typen in der Mannschaft, wie hier, der gerade den Pott in die Hand hält, der immer wieder auch pusht, die Mannschaft nach vorne treibt und ja, vor allen Dingen mit eigener Leistung vorangeht. Und dann haben wir einen hier zur anderen Seite, der im richtigen Moment die Tore macht, der einen unglaublichen Riecher dafür hat. Tut schon sehr weh, diese beiden nächstes Jahr nicht mehr in der Mannschaft zu haben. Das muss man ganz klar sagen. Die Fans heute nochmal überragend. Neuer Zuschauerrekord, auch eine ganz wichtige Komponente dafür, dass Dynamo Dresden auf der Erfolgsspur wieder ist, ne? Ja, das ist, wir haben ja alle Superlative dieses Jahr bedient. Ne? So ziemlich alle Rekorde geknackt. Es geht ja noch weiter. Fairplay-Pokal haben wir auch noch gewonnen. Und das ist nur ein Drama. Also man könnte ein Drehbuch könnte man nicht besser schreiben. Wir haben heute keine PK. Ziehen Sie noch mal ein ganz kurzes Fazit noch mal zur zweiten Drittligasaison der SG Sonnenhof Groß Asbach. Ja, wir hatten wieder unglaublich fantastische Erlebnisse. Ja. Sei es das Heimspiel gegen Dynamo mit unserem erstmalig ausverkauften Haus bei einem Punktspiel, was für uns sensationell war. Wir haben, glaube ich, 14 Spieltage zwischen Platz 2 und 3 gependelt. Waren sozusagen brutal im Aufstiegsrennen drin, was wir gar nicht wollten eigentlich, aber weil einfach der Lauf so war, haben wir das natürlich gerne mitgenommen. Hatten mit dem Abstiegskampf überhaupt nichts zu tun, was für uns eigentlich auch eine sehr, sehr große Sensation ist. Sind jetzt leider nachher, glaube ich, auf Platz 7 gelandet. Das ist, glaube ich, fast der schlechteste Platz seit dem dritten oder vierten Spieltag. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir haben hinten raus viele, viele Kleinigkeiten falsch gemacht oder eben auch äußere Einflüsse, die uns ein bisschen gehindert haben, an einem ganz großen Rad zu drehen. Aber ich glaube, dass wir als Verein das schon ganz gut einschätzen können, dass es ein erfolgreiches Jahr war, eine sehr erfolgreiche Saison war. Und in 2, 3 Wochen werden wir dann auch sicherlich ein Lächeln wieder drauf haben. Heute sind wir ein bisschen enttäuscht. Was wünschst du deinem alten Verein für die Zukunft? Nur das Allerbeste. Also ich habe vorher schon gesagt, dass ich mich freue für Dynamo, für den Aufstieg. Wir haben souverän richtig gut gemacht dieses Jahr. Ja, und ich denke, dass das auch in der zweiten Liga besser meistern werden als vor 5 Jahren, wo sie dann leider im zweiten Jahr abgestiegen sind wieder. Aber mit Ralf Minge und Uwe Neuhaus haben sie 2 Fachleute, die den Weg auch Schritt für Schritt gehen werden und sich auch in der zweiten Liga etablieren werden. Hilfe, wie geht's dir? Wann sagst du Uwe Neuhaus? Wann sagst du Justin Eilers? Auf Wiedersehen? Ja, auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir bleiben noch in Verbindung. Aber am Donnerstag haben wir noch ein kleines Spielchen. Bis dahin bleiben wir noch in Kontakt. Und ich denke, darüber hinaus werden wir schon in Kontakt bleiben. Ihr habt die 2 auch zum Tee trinken eingeladen. Dürfen recht herzlich. Also ich weiß von nichts. Also dich habe ich nicht eingeladen, aber Trainer auf alle Fälle. Hat immer eine offene Tür bei mir. Darf immer vorbeikommen auf den Tee. Und ich hoffe, dass wir weiter in Kontakt bleiben, weil ihr habt immer einiges, alles. Ihr feiert heute noch ein bisschen? Vielleicht. Ja, ich denke, da geht heute noch einiges. Ganz ruhig im Kreise der Familie, ein bisschen Wein mit meiner Frau und mit meinen Kindern und Enkeln und ja, dann wird es wahrscheinlich auch ankommen. Ne? So wie wir die Saison begonnen haben, alle zusammen, so werden wir sie heute auch beenden. Ja, ich werde mich komplett aus dem Leben schießen, ne? Fakt ist. Punkt. Das ist ein guter Satzende. Danke euch.